Was ist in dir, das diesen Widerstand gegen eine bestimmte Lebensmittelsubstanz auslöst? Das ist die irrsinnigste Art zu konsumieren. Es soll modern und wissenschaftlich sein. Ich weiß nicht, was daran wissenschaftlich ist. Es gibt viele Übungen, die die Dynamik des Körpers auf eine Weise verändern können, die du nicht glauben wirst. Das hat es bei Millionen von Menschen getan. Sind Nahrungsmittelallergien natürlich oder werden sie von Menschen erworben? Gibt es Übungen, die man durchführen kann, um Lebensmittelallergien zu überwinden? Schau, Allergien manifestieren sich auf viele Arten. Aber eine der häufigsten Formen der Allergie ist, entweder in Form von Ausschlägen auf der Haut oder die Atmungsorgane, die am stärksten betroffen sind. Entweder bricht sie auf der Haut aus, oder sie führt zu einer Form von Entzündung in den Atemwegen. Und das Atmen wird schwierig. Wir müssen das also verstehen. Das sind Lebensmittelallergien. Wenn du auf etwas anderes allergisch bist, du weißt schon, eine Chemikalie, etwas anderes, dann ist es eine andere Sache. Aber das sind Lebensmittelallergien. Das heißt, ich kann es konsumieren, du kannst es nicht konsumieren, du kannst es konsumieren, jemand anderes kann es nicht konsumieren. Das ist, worüber wir reden. Wir wissen, dass bestimmte Allergien von den Eltern auf die Kinder übergegangen sind. Aber das ist selten. Aber bestimmte Allergien werden eindeutig zurückverfolgt auf die Eltern haben die gleiche Allergie, die Kinder haben die gleiche Allergie. Bei diesen Allergien handelt es sich im Grunde um eine Reaktion des Körpers auf etwas in dieser Substanz. Heutzutage stellen wir das genau fest und sie machen, gehen durch aufwendige Allergie. Diese Allergietests sind irrsinnig, oder? Es ist ziemlich verrückt, so an das heranzugehen. Ich weiß, wenn du in Schwierigkeiten bist, dann musst du all diese verrückten Sachen machen. Das ist eine andere Sache. Wie also soll die Allergie behandelt werden? Schau, der Hauptpunkt ist, dass der Körper Widerstand gegen etwas leistet. Im Yoga schauen wir uns an, was in dir ist, das dies nicht mag. Schau, der Unterschied zwischen dem allopathischen System und diesem ist, das allopathische System untersucht, was ist die Chemikalie in dem Lebensmittel, die die Allergie auslöst. Hier schauen wir uns an, was ist in dir, das diesen Widerstand gegen eine bestimmte Lebensmittelsubstanz auslöst. Denn es ist Nahrung, es ist kein Gift. Es gibt da viele Übungen. Shambhavi selbst hat viele Menschen von verschiedenen Allergien befreit, obwohl es nicht daraufhin ausgerichtet ist. Wenn du dich daraufhin ausrichten willst, ist Shakti Chalanakriya ein ausgezeichneter Weg dorthin. Innerhalb von 6 bis 9 Monaten können wir ganz leicht eine Allergie herausarbeiten. Eine sehr kraftvolle Art, Kapalabhati zu machen, kann, ich würde sagen, 60% der Probleme lösen. 60% der Allergien in der Welt kann man beseitigen, wenn man ein korrektes System von Kapalabhati lehrt. Kapalabhati bedeutet, deine Energie muss Kapala erhitzen. Kapala bedeutet diesen Teil des Schädels. Deine Energie sollte an die Decke stoßen. Wenn du Kapalabhati machst, sollte allein der obere Teil des Kopfes schwitzen. Verstehst du? Wenn du Kapalabhati machst, sollte allein der Schweiß sollte daraus heraustreten, okay? Das bedeutet, du machst richtiges Kapalabhati. Wenn du Kapalabhati so machst, würde ich sagen, 60 bis 70% deiner Allergien sollten auf jeden Fall verschwinden. Andernfalls kann man es sich gesondert anschauen. Wie ist es mit Kindern, die allergisch sind? Allergisch auf die Eltern? Das ist ziemlich normal. Wenn Kinder unter 7, 8 Jahren Allergien haben, was, wie mir scheint, in Amerika sehr verbreitet ist, und es wird auch in Indien ziemlich üblich. Wenn man Allergien beseitigen will, ist eine Sache, die Milch vom Speiseplan des Kindes zu streichen. Es mag keine Milchallergie sein, aber sie bringt das auf verschiedene Weise in dein System. Weil du die Milch eines anderen Tieres stiehlst und sie trinkst, hat das einen Preis. Nur maximal bis sie 2,5 bis 3 Jahre alt sind, kannst du ihnen Milch geben. Danach brauchen sie überhaupt keine Kuhmilch mehr. Und du trinkst nicht einmal Kuhmilch. Du weißt nicht, was für eine Milch du trinkst. Denn dies ist die Milch von 10 Millionen Tieren. Völlig durchmischt und du trinkst sie. Es ist einfach verrückt. Es ist die irrsinnigste Art zu konsumieren. Es soll modern und wissenschaftlich sein. Ich weiß nicht, was wissenschaftlich daran ist. Du trinkst Milch von 1 Million Kühen gemischt. Büffelmilch, Kuh, jedes verdammte Zeug. Und du trinkst es. Hast du noch einen Funken Verstand in deinem Kopf, frage ich dich. Wenn das Kind Milch braucht, ist die Milch der Mutter da. Sobald diese Phase vorbei ist, ist keine Milch mehr nötig. Wenn du genügend Linsen, Hülsenfrüchte, Nüsse,
früh in das Leben des Kindes bringst, wirst du sehen. Sie werden super gesund aufwachsen, verstehst du? Abgesehen von ein paar Verletzungen. Ich erinnere mich nicht mehr, wann ich meine Tochter jemals zum Arzt gebracht habe. Ich erinnere mich nicht. Nur ein paar Verletzungen hatte sie. Damit bin ich, soweit ich mich erinnere, zu den Ärzten gegangen. Ansonsten bin ich nie mit ihr zum Arzt gegangen, weil das Essen einfach geregelt war, das ist alles. In jungen Jahren, wenn sie eine gewisse Vorliebe für Obst und dies und das entwickeln, werden sie damit aufwachsen und sie werden nicht diesen ganzen Mischmasch mögen. Wenn also Allergien bei Kindern weggehen sollen, dann ist eine Sache Milch. Eine andere Sache sind Fleischprodukte. Wenn sie sehr schlimm allergisch sind, wenn sie leicht allergisch sind, ist es in Ordnung. Wenn sie schlimm allergisch sind, dann lass die Fleischprodukte weg. Gib ihnen viel Gemüse, frisches Obst und andere Sachen zu essen. Das System wird sich selbst regulieren. Wenn sie so früh wie möglich mit einer yogischen Übung beginnen können, etwas so Einfaches wie Surya Kriya oder Surya Namaskar, kann es die Dynamik des Körpers sehr, sehr verändern. Auf eine Weise, die du nicht glauben wirst. Verstehst du? Auf eine Art und Weise, die du nicht glauben wirst. Eine einfache Übung, was sie bewirken kann. Das hat sie bei mir bewirkt. Das hat sie bei Millionen von Menschen bewirkt, die ich um mich herum gesehen habe.